Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Recht herzlich willkommen auf Grind of Italy, beziehungsweise auf The Land of Italy. Ich bin irritiert. Unser Wachstumskalender sagt, dass Weizen-Erntezeitraum im Juli vorbei ist, beziehungsweise war. Wir sind jetzt im August und hier steht aber noch Weizen und hier steht auch, dass er noch erntereif ist. Also werden wir den noch ernten. Aber da müssen wir uns ganz schön beeilen. Wir müssen vor allem schauen, lieber Chat, und da spreche ich auch wieder zu euch. Wie kommen wir hier hoch? Wo stellen wir das Schneidwerk hin? Es ist sehr abschüssig da hinten. Boah, das aber schwierig. Boah, nee, das geht gar nicht. Hier kommen wir von unten durch. Ach, hier komme ich von unten durch. Na, wunderbar. Wenn wir das hier reindrücken, dürfte das funktionieren. Alles klar. Dann packen wir hier unseren guten alten New Holland aus. Spielstandard ist der. Das heißt, ich kann ja auch keine Leiter runterklappen und nichts. Oha. Sag mir nicht, der hat 9 Schäden. Der hat Schaden, weil er so viele Betriebsstunden drauf hat, ist der quasi platt. Ja. Ich meine, vielleicht schafft das ja trotzdem. Wir können ihn gleich mal in die Last reinbringen. Beziehungsweise wir lassen erstmal nochmal laufen. Wir müssen das Schneidwerk sowieso. Das ist ein geiles Ding, oder? Sieht geil aus. Wir müssen das Schneidwerk sowieso mit dem Traktor vorziehen. Boah, hoffentlich hält der durch, ey. Hoffentlich hält er durch. Sonst muss ich nämlich noch was mieten. Geht ja nicht anders. Es geht ja nicht anders. So, da ziehen wir den nämlich vor. Dann haben wir ja einen Anhänger stehen. Ist halt ungünstig, dass unser Fiat immer noch in Erwartung ist. Aber gut. Ich stelle mir jetzt mal eben noch die Frage, ob wir Schwatt legen. Ich denke, das werden wir machen, weil wir sind ja Grind of Italy und ich muss Geld verdienen. Ich brauche das Stroh persönlich nicht. Also werde ich dann das Stroh verkaufen gehen. Das steht auch so. Das ist wunderbar. Komm, wir lassen die Tür gleich auf. Ja, dann machen wir wahrscheinlich Ballen. Verkaufen es dann. Neues Projekt ist das hier nicht. Grind of Italy haben wir schon eine Weile. Ich habe es noch lange nicht gespielt. Zugegeben. Oh, herrlich, ey. Wunderschön. Das ist unsere Fläche schon. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier so reingedrückt bekommen. Und das ist auch unsere Fläche hier hinten. Ich bete, dass der Schlepper durchhält. Ja, das kriegen wir hin. Gut, dann holen wir die alte Lady mal. Irgendwie sind bei mir hier auf dem Spielstand alles alte Ladies. Ich weiß nicht mal, warum. Und der ist aus. Das ist schon mal gar nicht gut. Lass mich nie im Stich.
Boah, leise ist der, ne? Er ist unglaublich leise. Sag mal, warte mal, haben wir hier nicht das Skript drauf? Von Peter Aha. Sag mal, kommen wir hier überhaupt durch? Ja, sollte. Weil dann gäbe es ja die Ernte-Sounds. Die müssen wir uns dann vielleicht noch reinmachen. Wir lauschen aber erstmal rein. Gut, hier passen wir schon mal durch. Das ist schon mal schön. Dann klappe ich die Maschine auch just, wenn wir durch sind, schon mal aus. Ja, Platz haben wir ja eigentlich genug, ne? Das kriegen wir hin. Wir haben hier natürlich Combine Experience mit drauf. Das bedeutet ein Skript, was quasi, ja, in die Leistung mit reingeht. Sprich, ja, eine reale Auslastung, sage ich mal. Das werden wir gleich mal prüfen. Erstmal müssen wir hier noch... Mensch, mit dem Mikrofon ist es aber heute auch so eine Sache. Schläuche. Wo ist hier eigentlich? Wo ist hier die Zapfwelle? Oder was ist das hier für ein Schneidwerk? Das ist hier mit dran. Ich hab's befürchtet und da ist er uns schon abgesackt. Komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Und das kostet uns jetzt natürlich unglaublich viel Zeit. Das kostet uns jetzt richtig viel Zeit. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir machen das anders. Ich würde ihm den Schaden jetzt wegnehmen. Wisst ihr auch warum? Also beim Fiat machen wir das. Aber bei der Land of Italy ist es ja so, dass Edo halt bei den Fahrzeugen, hier, guck mal, da 3491 Betriebsstunden runter, extra viele Betriebsstunden draufgespielt hat, um eben diese alten Geräte, ne, die haben halt viele tausend Stunden gelaufen. Mit Realism Add-on, nee Quatsch, mit dem erweiterten Reparaturskript ist es dann natürlich so, dass er dann so viele Schäden taggt, dass die Kiste im Prinzip kaputt ist. Exakt für so einen Fall gibt es allerdings Konsolenbefehle, dass man das Ganze kitten kann. Jetzt weiß ich den Konsolenbefehl aus dem Kopf aber nicht. Dann machen wir hier mal RDS. Remove Damages. Ach so, die Nummer. RDS. Damages 9. So. Damit sind die Damages weg. Und wir müssten von der Sache her jetzt arbeiten können. So, pass auf. Wir treten im Übrigen voll in die Maschine rein. 4 km/h. Mehr schaffe ich nicht.
Und wir legen schwarz. Legen wir schwarz? Ja, wir legen schwarz. Konsolenbefehle sind ja wie Zaubersprüche, schreibt der Chat. Nee. Das könnt ihr so nicht sagen. Durchaus realistisch. Die 4 km/h sind auf jeden Fall realistisch. So, hier haben wir ganz schön viele Pfützen. Hier wäre aber auch eine Möglichkeit des Abtankens dann. Pent 18 Favorit. Wie geht's mir? Gut, danke der Nachfrage. Geil wäre hier natürlich ein Schaltgetriebe, ne? Viergang Schaltgetriebe. Naja. Boah, das ist aber eine enge Kiste hier am Rand lang, du. Meine Herren. Ja, Korntank. Gut, so viel holen wir hier nicht runter. Was holen wir gerade runter? 9 Tonnen auf dem Hektar aktuell Vorgewende. Beziehungsweise auf der Kontur hier außen. Richtung 10 Tonnen. Gar nicht so verkehrt. Wir müssen dann trotzdem gleich mal absteigen, nachdem wir hier einmal rund sind. Und umsatteln den Renault, um mal einen Anhänger herzuholen zum Abbunkern. Gestrüpp damit. Wollen wir mal einen Anhängerchen? Ein Anhängerchen. Den können wir ein bisschen leiser machen hier, ne? Boah, das ist so geil hier hinten. Wirklich. Das scheppert natürlich auch ganz schön. Oh, nee, ne? Der steht so rum. Was ist das für ein Trecker? Renault, Junge! Ein oller Renault! Ach so, geht er nur mit Lürze? Ah, okay. Verstehe. Plane ist noch drauf. Das weiß ich gar nicht, ob ich hier einen Plan-Mod drauf habe. Renault habe ich verlinkt in der Modliste. Ausrufezeichen Mods gibt es eine Liste. Land of Italy. Das müssen wir erstmal prüfen. Ich dächte, ich habe hier einen Plan-Mod drauf. Lassen wir mal gucken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Manuelles Überladen haben wir auch nicht drauf. Junge! Hier fehlt aber noch ein bisschen Liebe auf dem Spielstand, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? 70% Auslastung, kein Schlupf. Also, wir könnten noch ein bisschen mehr. Was haben wir? 6 km/h? Ein bisschen ginge noch. Ein bisschen kann er. Kann er noch. Ein paar Prozente hat er. Könnten. Na, gibt es für den ein größeres Schneidwerk? Obwohl, ein größeres Schneidwerk brauche ich hier auch nicht mehr. Das ist schon extrem klein. Ah ja. Lando, Grüße. Für die Fläche reicht es eigentlich.
Und für die dann hinten, weil da hinten haben wir ja noch eine, ne? Für die reicht es dann wohl auch. Aber ich überlege gerade, können wir ja einfach so einen Helfer drauf loslassen? Funktioniert das? Kriegt er das hin? Sollte er, oder? Ich habe ja... Er hat schon mal Licht eingeschaltet. Aber Bruder, wo will... Stopp! Was? Stopp! Was wird das? Warum ist er denn hier nicht die zweite Bahn weiter lang? Er kann er... Ach so, Kontur kann er nicht, ne? Kontur kann er nicht. Gut. Müssen wir es eben selber fahren. Blöd. Naja, nee, der ist halt bei Basishelfer. Ich weiß nicht, ob ich CP drauf habe. Mit Curseplay geht's natürlich. Ich würde das zweite Feld mit Curseplay halt machen lassen. Wenn ich den nicht drauf habe, muss ich mal noch drauf machen. Das machen wir auch nicht mehr heute. Ich werde dann wahrscheinlich demnächst rübergehen auf Yolanda Zoom. Oder zumindest hier noch ein bisschen manuell fahren. So, machen wir mal kurz aus hier und tanken den nochmal ab. Dann müsste ich nämlich mit dem Renault doch gar nicht hochfahren. Das finde ich ganz gut. Was sind die Vorteile von der D-Ballen im Vergleich zur normalen? Außer die Größe. Nur die Größe. Ja, wenn du halt kleine Viecher hast, nur kleine Ballen brauchst, dann ist das halt natürlich tipptopp mit der D-Ballen zu arbeiten. So. Kann ich den Glas Roland 66 empfehlen? Ist auch eine alte Presse, günstig in der Anschaffung. Ich glaube, die war vom Modell aber recht hässlich. Kann das sein? Also hässlich in Anführungszeichen. Recht schlecht gealtert, sagen wir so. Oder täusche ich mich? Ich will, also ich brauche sogar eine eigene Presse, aber ich habe nur 67.000 Euro. Damit wird es wohl schwierig. Parade Pro, moin. Du, gut, gut. Gut geht's. So, pass auf. Zu voll möchte ich den Renault aber gar nicht machen. Denn so ein Leistungsbiest ist das gar nicht. Ich will abschließend mit ihm vielleicht einfach mal vom Feld runter kutschen. Und gucken. Wir haben doch hier, ist doch eine Gosse, oder? Na klar. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwelche... Machen können wir hier nichts, ne? Aber eine Gosse haben wir. Und entnehmen. Können wir es dann hier? Ja, wunderbar. Dann fahren wir das jetzt mal abkippen. Bis einfach mal wegbringen will, mal leer machen. Ah, das Licht, ey, die Sonne. Guck mal, die Abendsonne hier in Italien. Wunderschön. Kann man da hier noch ein schönes... Nee. Reicht jetzt mit Bildern, ne? Reicht mit Bildern. Mhm. Ram, ram. So, da haben wir es nämlich schon. Wo ist denn der Fiat? In der Werkstatt. Ansonsten findest du Mods immer in der Modliste. Das ist schon seit Jahren jetzt so. Das ist auch hier auf der Italien so. So, Abkippseite. Hinten. Abkippseite rechts. Sachte.
Ja, auch Handgas ein bisschen hoch, dann kippt er schneller. Hydraulikleistung ist höher. Und warum liegt da jetzt was daneben? Ich hoffe, das gehört irgendwie zur Textur dazu. Och nee. Das hat er ja noch nie gemacht. Ja, dann haben wir eigentlich nur eine Option. Oh Mann, das Land besitze ich. Doch, doch, das Land besitze ich. Ich habe nur, ja, falsch gedrückt. Ich habe ich hier eine Schaufel... Oder habe ich keine? Nein, ich habe keine Schaufel. Schäfer? Ach so, da können wir... Schäfer. 680 Liter. 1190 Euro. Kaufen wir uns. Lassen wir liefern. Kostenpunkt der Lieferung 30 Euro nochmal. So, naja, da können wir den wenigstens mal fahren. Das ist doch auch schön. Haben wir hier eine Beleuchtungsanlage drauf? Ja, haben wir. Den müssen wir erstmal warm laufen lassen. Moment, der hat das falsche Getriebe drauf. Habe ich hier den Mobile Workshop Tabber? Weil der hat hundertprozentig, hat er doch bestimmt einen Hydrostart. Hier. Geil. Pass auf. Und zwar brauchen wir hier Hydrostatgetriebe. Damit er vernünftig arbeitet. Weißt? Dann können wir auch hier nochmal rausgehen. Tür zu. Ach, das liebe ich ja so auf dieser Karte. Das ist wirklich, das ist sehr putzig. Wirklich sehr schön. Naja gut, dann müssen wir das nämlich so machen. So, jetzt haben wir auch Handbremse ziehen. Das Hydrostatgetriebe. Einfach noch ein bisschen vorsichtig machen, denn das Fahrzeug muss ich noch aufwärmen. Bevor wir aber an die Hydraulikleistung rangehen, müssen wir das Fahrzeug wirklich gänzlich warm laufen lassen. Sonst gar nicht gut. Und noch ist er nicht warm. Jetzt ist er warm. Schön. Wobei... ich hier mal in die 1 reingehe, weil ich denke mir beinahe mal, dass wir hier noch ein alteres Hydrostatgetriebe haben, wo wir selber Handgas geben müssen. Schönes Licht, ja, oder? Das ist mir auch schon so gedacht. So, und dann kippen wir das halt einfach hier rein. Ja. Ist natürlich grande Malheur und jetzt auch verschmutzt ein bisschen. Ah, ich weiß, was ihr... Ihr habt mal gemeint, dass die Schaufel so ein bisschen verbuggt ist und zittert. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ihr damit meint. Aber gut, ich finde trotzdem, für unseren Schafbetrieb ist der Kleine hier ideal. Wird ein Fahrzeug auch warm, wenn ich nicht drin sitze? Nein. Das spielmechanisch musst du drin sitzen. Ja, müssen wir aufkehren.
Müssen wir aufklären. Ist blöd. Ist dumm gelaufen. Ist dumm gelaufen. Aber gut, ein bisschen was haben wir gerettet. Was haben wir denn jetzt drin? 2200, aber wir hatten doch, war das, wir hatten doch, wo ist denn das ganze Korn hin? Guck mal, da ist was reingerutscht. Ah, das ist, guck mal, das ist hier reingerutscht. Blöd, haben wir den Broomer hier schon drauf? Wir haben den Broomer hier schon drauf. Warte mal. Das müsste ja... Den gibt es leider nicht öffentlich. Das müsste ja der Futterbesen sein, ne? Wir machen mal Futterbesen. Machen wir mal eine andere Farbe. Vielleicht kriegen wir das mit dem ja hin. Das da reinzukehren. So, pass auf. Und dann müsste man ja eigentlich... Wie kann ich denn den entladen? Kann man den irgendwie entladen? Glaub nicht, ne? Also der hat jetzt einen... Nee, warte mal, das Silo hat einen Füllstand. Der Besen hat keinen Füllstand. Insofern scheint das doch funktioniert zu haben, oder? 2900. Lizard Futterbesen. Guck mal, hier holt er gerade noch was und hier entleert er sich. Ja, geil! Der Schiff, die sucht schon nach Arbeit. Rudi, Moment! 20 Uhr! Moment! Ich eile! Okay, cool. Den lassen wir hier mal stehen, weil nur ich hab so ein Gefühl. Ich hab so ein Gefühl. Okay! Ja, so weit, so gut. Liebe YouTube-Zuschauer, das war's mal wieder von der Folge, von einer weiteren Folge Grind of Italy. Auch hier werden wir noch ein bisschen weitermachen. Das ist noch kein, ist noch nicht zu Ende hier. Ist es noch nicht zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund im Monat. Ciao, ciao.